Der Klimawandel beeinflusst die astronomische Forschung. Klimaveränderungen können sich negativ auf den Beobachtungsbetrieb von Observatorien auswirken, aber Astronomen sorgen durch ihre Arbeit und ihre technische Ausstattung auch für Treibhausgasemissionen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt dran. Hallo und willkommen zum neuen Video. Astronomie und Klimawandel, die beiden haben was miteinander zu tun. Astronomen belasten zum einen mit ihrer Arbeit das Klima, zum anderen beeinflusst der Klimawandel aber auch die Arbeit der Astronomen. Knut Janke vom Max-Planck-Institut für Astronomie hat mit Kollegen untersucht, welche CO2-Emissionen das Institut und die Tätigkeit der Mitarbeiter dort 2018 verursacht haben. Hierbei kamen sie auf sage und schreibe jährliche 18 Tonnen CO2 pro Wissenschaftler, allein für die Forschungsaktivitäten. Das ist fast doppelt so viel wie der durchschnittliche Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in Deutschland. Also im Vergleich, die Regierung zielte für 2030 ein Ziel von so 6,8 Tonnen pro Person an. Die Berechnung für 2018 für die wissenschaftliche Arbeit pro Person war allein hier schon jetzt bei 18 Tonnen. Es gibt für die hohen Emissionen zwei Hauptfaktoren, die bekannt sind. Zum einen zahlreiche Interkontinentalflüge zur Teilnahme an Konferenzen oder zur Durchführung an Beobachtungsprogrammen an Observatorien, vor allem in Nord- und Südamerika, aber auch der Stromverbrauch der Supercomputer. Und da natürlich auch unter anderem für die Computer selber, zum anderen aber auch für die Kühlung. Daraus abgeleitet haben sie eigentlich Empfehlungen erstellt, wie man hier die Emissionen reduzieren könnte. Zum einen wäre eine Möglichkeit, die Computerstandorte in Gegenden zu verlagern, wo es klimatisch sinnvoll ist und Strom überwiegend aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Da ist ein Beispiel zum Beispiel Island. Island hat ein generelles kühleres Klima als wir hier in Deutschland und bezieht aber viel seiner Energie oder eigentlich seine gesamte Energie aus geothermischen Quellen. Das heißt, eigentlich klimafreundlichen Quellen. Zum anderen auch Möglichkeit, um die Emissionen zu reduzieren, ganz naheliegend die Beschränkung der forschungsbezogenen Flüge. Durchführung von virtuellen Konferenzen, also gerade jetzt auch in den aktuellen Corona-Zeiten, hat sich gezeigt, dass sowas auch möglich ist. Im Vergleich mal, die Jahrestagung der Europäischen Astronomischen Gesellschaft wurde dieses Jahr 2020 als virtuelle Konferenz durchgeführt mit 1800 Teilnehmern und hat weniger als ein Tausendstel der CO2-Emissionen erzeugt, wie das Vor-Ort-Treffen im letzten Jahr 2019 in Lyon mit 1200 Teilnehmern, die da per Flugzeug angereist sind. Die Idee für die Zukunft hier ist, man kann die Konferenzen vielleicht auch an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden lassen, wo alle Teilnehmer per Zug anreisen können und diese Standorte werden dann virtuell zusammengeschaltet. Wie gesagt, das sind mal ein paar Ideen, die dort von dem Team erarbeitet wurden. Man stellt sich natürlich die Frage auch, warum können die nicht komplett virtuell arbeiten? Man kennt es selber aus seiner vielleicht persönlichen Arbeit. Man tut sich auch oft leichter, wenn man manche Personen einfach mal direkt trifft, direkt diskutieren kann. Von daher ist es vielleicht schon manchmal sinnvoll, sich zu treffen, aber dann zu überlegen, wie kann ich das machen, um einfach die CO2-Reduktionen zu reduzieren. Darum eben diese Idee mit diesen verschiedenen Standorten. Der Klimawandel wirkt sich aber auch negativ auf den Beobachtungsbetrieb aus. Also ein Beispiel, das Paranal-Observatorium der Europäischen Südsternwarte in Chile, das liegt so auf 2600 Meter Höhe, ziemlich abseits. Und dort ist die Durchschnittstemperatur in den letzten 4 Jahrzehnten um 1,5 Grad Celsius gestiegen. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber es gibt dadurch immer häufigere Schwierigkeiten bei der Kühlung der Teleskope. Und zwar die Kuppeln des Very Large Telescope, die müssen tagsüber auf die zu erwartende Nachttemperatur gekühlt werden, um Luftturbulenzen beim Öffnen der Kuppel bei Sonnenuntergang zu verhindern. Also die Verwirbelungen, die stören einfach die Beobachtung hier. Und wenn es hier tagsüber einfach wärmer ist, muss man umso mehr kühlen.
Zum anderen ändern sich aber auch die Eigenschaften der Atmosphäre. Das Paranal liegt unter einer Jetstream-Schicht und die ist vom Klimawandel El Niño stark beeinflusst. Und auch dadurch treten hier immer häufiger Störungseffekte in der Atmosphäre auf. Jetzt beim Bau des Extremely Large Telescope, das hier in Sichtweite vom Paranal gebaut wird, muss das Ganze aber auch nun berücksichtigt werden und die zukünftigen Änderungen unseres Klimas müssen dort vorsichtiger halber einfach mit einberechnet werden, um in Zukunft auch hier weiter gute Beobachtungen zu gewährleisten. Mit mehreren Artikeln in der Fachzeitschrift Nature Astronomy wollen die Forscher nun einen Blick auf diese Klimakrise richten. Und ich möchte hier jetzt mal die Co-Autorin Faustine Cantaloube vom Max-Planck-Institut zitieren. Und zwar hat die gesagt: Als Astronomen haben wir das große Glück, faszinierende Forschung betreiben zu können. Aber mit unserer einzigartigen Perspektive auf das Universum haben wir auch eine Verantwortung dafür, sowohl unsere Kollegen als auch die breite Bevölkerung auf die katastrophalen Folgen des anthropogenen Klimawandels für unseren Planeten und unsere Gesellschaft hinzuweisen. In dem Sinne möchte auch ich sagen, denkt an die Umwelt, es hat auch Auswirkungen auf unser Hobby, die Astronomie und auf die Forschung, die hier in diesem Bereich stattfindet. Und wir sollten aber generell an den ganzen Planeten denken und hier vielleicht auch nochmal überlegen, was wir wie machen. Ich hoffe, das Thema hat euch interessiert, ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema. Ich verlinke euch unten noch ein paar Artikel zu dem Thema aus Nature Astronomy. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Unten ist ein kleiner Button, ihr wisst schon. Oder mir auch einfach einen Daumen hoch gebt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.